Pascal, guten Tag, grüß dich, schön, dass du da bist. Du kennst ja schon diese Interviewreihe mit Studierenden am HHZ, um einfach potenziellen Interessenten unsere Situation hier aus Sicht von Studierenden näher zu bringen. Daher erstmal vielen Dank, schön, dass du dir Zeit genommen hast, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch mal meine Eindrücke vom Studium hier teilen zu können und auch mal auf der Couch zu sitzen. Schön, das freut mich, das freut uns sehr. Starten wir doch gleich mal los. Pascal, erklär uns oder den Interessenten mal so ein bisschen, wie deine aktuelle berufliche oder auch persönliche Situation, je nachdem, wie weit du darauf eingehen möchtest, aktuell ist. Und vor allem so ein bisschen auch den Background, also wie du dahin gekommen bist, so aus beruflicher Sicht. Ich habe gestartet mit meinem Abitur, das habe ich 2015 abgeschlossen, habe danach dann mich entschieden, erstmal ein freiwilliges Jahr zu machen. Also ich habe einen Bundesfreiwilligendienst gemacht in meiner Heimatstadt noch und bin dann aufmerksam geworden auf ein duales Studium. Das war eine Kooperation zwischen der Technischen Hochschule in Ingolstadt und der Audi AG. Das fand ich sehr spannend und in dem Zuge habe ich dann 2016 angefangen, meinen Bachelor im Bereich Maschinenbau mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik zu studieren, den ich dann 2020 abgeschlossen habe. Das hat mir großen Spaß gemacht und ich bin daraufhin direkt auch bei Audi eingestiegen. Also da hatte ich eine coole Möglichkeit, um auch direkt im Bereich der Fahrwerksentwicklung, im Bereich der Software-Eigenentwicklung Fuß zu fassen. Das habe ich dann ein, zwei Jahre lang gemacht. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich mich gerne nochmal im Bereich von Data Science und auch im Bereich von IT nochmal weiterbilden möchte, weil ich auch in meinem beruflichen Umfeld gemerkt habe, dass das natürlich immer wichtiger wird und gerade so diese Data-Driven Decisions auch immer wichtiger und dieses ganze Thema Big Data mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Und daraufhin habe ich mich mal umgeschaut, in welchem Kontext man das eigentlich noch studieren kann, wobei es mir immer sehr wichtig war, dass ich trotzdem meine aktuelle Stelle noch weiter ausüben kann. Also ich bin aktuell mehr im Projektmanagement von der Fahrwerkentwicklung. Und deswegen war es für mich, aufgrund dieser spannenden Stelle, wollte ich das gerne berufsbegleitend machen und kombinieren. Und da hat mich das Angebot von der Knowledge Foundation, von der Hochschule Reutlingen sehr angesprochen, weil ich den Studiengang insofern cool finde, weil man natürlich eine gewisse Präsenzphase hat, aber auch viele Dinge im Selbststudium sich selber beibringen kann und ich das dann ganz gut kombinieren kann. Wunderbar, hört sich sehr spannend an. Natürlich auch dein Background als solcher sehr spannend. War mir gar nicht bewusst, dass er so technisch ist doch. Also kann man das so sagen, du hattest dich in eine recht ja, technische, also im Sinne von ingenieursmäßige Disziplin dann auch entwickelt und dann gesehen, dass es ohne IT letzten Endes sozusagen, zumindest mal in einer gewissen Kombination, gar nicht so spannend ist. Also dass du durch diesen Aufbau an IT-Know-how nochmal einen deutlichen Mehrwert dann auch für dich als Person, für dein Know-how gewinnst, aber auch für dein Unternehmen. Kann man das so sagen? Ich denke schon. Also ich glaube, dass es natürlich sehr gut ist, wenn man in einem technischen Bereich ist. Also ich bin ja in der technischen Entwicklung. Wenn man da in der Basis als Bachelorstudium mal so einen sehr technischen Studiengang schon hat, dass man da alle Grundlagen hat und vieles lernt man dann ja natürlich auch on the job. Und ähnlich war es für mich beim Masterstudium, dass ich gesagt habe, diese Inhalte sind einfach sehr wichtig, auch gerade mit Hinblick auf die nächsten, sage ich mal, 10, 15 Jahre. Und da wollte ich mir damit auch schon eine gewisse Grundlage schaffen, weil ich einfach in meinem aktuellen Umfeld merke, dass das mehr und mehr sich in diese Richtung bewegt. Und das war so ein Stück weit mein Ziel damit. Spannend. Vielen Dank, dass du uns abholst. Was ich hier an der Stelle auch immer noch so ein bisschen frage, und man hört schon raus, Heimatstadt Ingolstadt mittlerweile, wie ja, sieht für dich so eine klassische Uniwoche aus? Beziehungsweise auch, wie und also musst du dich überhaupt und wie bereitest du dich auf so eine Uniwoche vor? Meistens ist es so, dass wir so, ich würde sagen, vier Präsenzveranstaltungen pro Semester haben. Das heißt, da sind wir ja immer eine Woche circa hier vor Ort. Und ich bereite mich insofern darauf vor, dass ich sozusagen die ganzen Grundlagen, die wir dann in der Präsenzphase gelernt bekommen, dass ich die dann in der Zwischenzeit nochmal ein Stück weit vertiefe. Und was ich aber auch sehr passend finde, einfach in diesem Gesamtkonstrukt ist, dass wir relativ viele Hausarbeiten auch haben. Das heißt, wir haben dort meistens Gruppenarbeiten, wo wir uns dann
die Aufgaben so ein Stück weit aufsplitten und uns dann in der Zwischenzeit immer synchronisieren und dann halt hier vor Ort nochmal austauschen. Das heißt, ich bin da relativ flexibel und bin dadurch auch immer passiv, wenn man so möchte, beziehungsweise aktiv dann natürlich immer dabei, auch die aktuellen Inhalte zu wiederholen, weil ich mich eben mit den Hausarbeiten auseinandersetze. Deswegen geht das eigentlich immer sehr gut. Also wenn du die Aufgaben auch immer mitnimmst und dann halt auch aktiv bearbeitest und dann nochmal ins Skript schaust davor, dann passt das immer. Und wie gesagt, du hast es ja gerade schon erwähnt, ich habe eine etwas längere Anfahrtsstrecke von Ingolstadt nach Stuttgart beziehungsweise nach Böblingen. Aber das passt für mich auch sehr gut. Also meistens ist es ja so gelegen, dass ich am Sonntag anreise. Ich habe dann hier vor Ort auch meistens mit ein paar anderen Mitstudierenden noch ein Airbnb gebucht. Das heißt, wir haben so eine kleine WG. Und die Zeit finde ich dann immer sehr cool, weil wir dann meistens auch viel gemeinsam machen, natürlich uns auch über Studieninhalte gemeinsam austauschen, uns da unterstützen, aber eben auch die Freizeitaktivitäten gemeinsam gestalten. Und dann typischerweise ist es so, dass es dann Montag beginnt und dann genau haben wir eigentlich immer unterschiedliche Module, je nachdem, was der Lehrplan vorsieht. Und dann sind wir, je nachdem, wie schnell man mal durchkommt, meistens von 9 bis 18 Uhr hier vor Ort. Manchmal auch einen Tick früher, wenn wir schneller durchkommen. Und ab und an gibt es auch die Möglichkeit, dass es mal ein Tag frei ist. Das heißt, da hat man auch nochmal die Chance, die Inhalte zu wiederholen oder eben an den Hausarbeiten oder Assignments zu arbeiten. So kann man sich das im Groben vorstellen. Und dann am Samstagabend nach der letzten Veranstaltung geht es dann wieder zurück. Und dann habe ich meistens noch den Sonntag zum Auskurieren und dann... Ja, du sprichst schon an, also auskurieren, Samstagabend zurück, du hast ein Fahrtweg ein bisschen, hört sich jetzt aus meiner Perspektive, naja, stressig ist bestimmt das falsche Wort, aber ich denke aufwendig an der einen oder anderen Ecke. Was ich hier immer noch gern abschließend frage, ich glaube, das kommt auch daher, weil ich, wenn ich in meinem persönlichen Umkreis das anspreche, berufsbegleitendes Studium oder Masterprogramm, wie auch immer, kommt immer zunächst an, wie macht man das? Wie kommt man da durch? Wie kommt man da rum? Hat man da überhaupt noch ein Wochenende oder so? Und daher abschließend für dich jetzt mal noch die Frage, wie kriegst du das, also Beruf, ich sag mal Freizeit und auch noch Studium, alles unter einen Hut? Wie machst du das? Ja, gute Frage. Also ich finde das Konstrukt sehr gut. Dadurch, dass man immer eine Woche Präsenz hat, wo man so ein Stück weit die Grundlagen gelehrt bekommt, und dann aber 3-4 Wochen dazwischen Zeit hat, um sich das nochmal im Selbststudium einzuteilen, ist man natürlich sehr flexibel. Das heißt, ich mache es oft so, dass ich am Abend nach der Arbeit mal nochmal über die Unterlagen drüber gehe. Oder teilweise, wenn ich im Homeoffice bin, kann man ja natürlich auch sagen, man blockt sich eine gewisse Zeit, um sich vielleicht auch mit den anderen Studierenden auszutauschen. Das ist auf jeden Fall ein großer Benefit. Und was es in meinem Unternehmen auch noch gibt, ist die Möglichkeit, dass man Bildungsurlaub beantragt. Das heißt, man kann pro Jahr eine gewisse Anzahl an Urlaubstagen bekommen, falls man sich weiterbildet, jetzt zum Beispiel auch in der Form des Masterstudiums. Ja. Ich habe auch schon von anderen Kollegen gehört, dass sie auch teilweise auf unbezahlten Urlaub zurückgegriffen haben, wenn es jetzt mal sehr stressig wurde, beispielsweise für die Vorbereitung auf eine Prüfungsphase. Und klar, gerade wenn es dann Richtung Prüfungsphase geht, dann ist es meistens nochmal so ein Peak, weil dann natürlich alle Abgaben kommen und man sich auch teilweise auch auf die Klausuren ja vorbereitet. Aber im Großen und Ganzen finde ich einfach durch diese Chance des Selbststudiums das sehr gut, dass man das halt sich für sich selber einteilen kann und dann da eine hohe Flexibilität hat. Okay, also sehr gut zusammengefasst, sehr gut auf den Punkt gebracht, würde ich sagen. Allgemein das ganze Programm und auch spannend zu sehen, wie du das bestreitest mit, ich sag mal, Bildungssonderurlaub. Wie gesagt, du hast selber schon erwähnt, es gibt ja alle möglichen Kombinationen. Daher zunächst mal vielen Dank für diesen Einblick und natürlich auch für deine Zeit. Ja, vielen Dank. Dann noch weiterhin viele erfolgreiche Interviews auf der Couch. Werden wir machen. Dankeschön. Ciao.